Herzlich willkommen zu EverQuest 2, Let's Play Nummer Uno von einem sehr, sehr alten MMORPG, nämlich, ja, EverQuest 2. Wir wollen mal nicht hier den Dicken rauskehren, so wie den hier, diesen Heroic-Charakter, den man sich sofort auf Level 85 erstellen lassen kann für ein paar Wochen. Wir wollen einen zarten Level 1-Charakter machen. Und was könnten wir denn spielen? Es gibt hier Fighter. Guardian, Fasel, Death, bla, blub, Berserker, Bruiser, Monk, Shadow Knight, Paladin. Ach, ich weiß nicht. Ich habe in letzter Zeit so oft hier irgendwelche Kriegerklassen gespielt. Ich glaube, ich würde mich einfach jetzt mal hier so auf Magier mal stürzen. Das ist denn das? Conjuror. Hört sich so noch Schamane an, Necromancer. Mein Command, Armies grows larger, Fasel. Ach komm, ich nehme diesmal mal einen Necromancer. So, was geben wir denn da? Es gibt hier die neutralen Rassen. Iduti, Kera, Barbarian, Freeblood, Gnome. Oh, guck mal, eine kleine Gnomin. Half-Elf, Humans und Ratten. Ist das euer Ernst? Es gibt Ratten in diesem Spiel. Oh Gott. Es gibt hier Böse, die Arsai, kleine Feen, Dark Elf. Sieht irgendwie auch ein bisschen wie ein blau angelaufener Avatar-Wurzel aus. Das haben sie sich wohl hier bei den Dings da geklaut, bei Skyrim. Ogre. Oh yeah, baby. I'm a big ogre. Sarnak. Man hat einen Dinosaurier und einen Pfau Inzucht treiben lassen und da kommt sowas bei raus. Oder ein Troll. Nein. So, gute Rassen. Da gibt es eine kleine Fee. Zwerge. Ein Frosch. Ein Halbling. Waldelf. Und hier, High Elf. Dieses Spiel ist wirklich voller Überraschungen. Es funktioniert echt richtig gut. Naja, ich glaube, wir bleiben mal bei den neutralen Klassen. Die sehen irgendwie noch so nicht aus, als ob sie irgendwo auf den Strich gegangen sind oder wollen oder sollten. Nee, das sieht mir irgendwie ein bisschen zu strange aus. Ich nehme die Miezekatze. Ich nehme jetzt die weibliche Miezekatze. Und das machen wir jetzt mal über den Random-Button. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mich jetzt irgendwie hier so durchzufrubbeln. Ja, komm, die sieht doch niedlich aus. Nehmen wir die. So, wo gehen wir denn hin? Neriak? The City of Hate. Ja, das hört sich gut an. Das nehme ich mal. So, wie wollen wir sie nennen? Das gibt wahrscheinlich hier schon sehr viele Namen, die hier passen. Was nehmen wir denn? Was könnte man denn für eine Miezekatze nehmen? Miezi Katzi. Gucken wir mal, ob es den noch gibt. So, wir gehen mal hier auf Guck. Guck hört sich gut an. Oh, Miezekatze gibt's noch. Das ist natürlich gut. Schön, Miezekatze. Und jetzt haben wir erstmal einen Ladebildschirm und der erklärt uns irgendwas vom Fire God. Aha. Knochen, Zeug und Fasel. Boah, wow, so viele Pop-Ups hier. Nee. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht so viele Pop-Ups haben. Hallo. Hallo. You have unread emails. Okay. Commoner. Reach level 20 under 14 days.
Oh. Ist das meins? Habe ich das gerade geboren? Oh, ja, bist du aber eine kleine süße Skelett. Eine ganz ein süßes Skelett bist du. Ja, wer ist denn deine Mami? Wer ist deine Mami? Ich bin deine Mami, ist klar. Hallo. Ich habe jetzt irgendwie hier keinen Plan, was ich hier machen soll. Meeting me has made your day. Ich vermute jetzt mal, die liebenden Federn haben irgendwas zu sagen. Das ist alles viel zu anstrengend, das hier zu lesen. Es gibt hier keinen Questgeber, der mich hier irgendwie irgendwo hinschickt und mir dann sagt so, hey, mach mal kaputt. Wo ist denn mein kleines Skelett hin? So, frisst das. Hab ich das jetzt tot gemacht? Gut, gut, gut. Ey. Für was habe ich eigentlich so ein lustiges Skelett, wenn das hier einen Scheißdreck für mich macht? Aha. Das ist eine Karte. Das ist mein Level. Community, Guild, Housing, Fasel. Ich bin auf Noob Island, das Spiel leckt wie Hölle und ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Das scheint ja mal ein richtig gutes, ausbalanciertes Stück Software zu sein. Ich verstehe nicht, wie das Leute früher wirklich suchten konnten. Das Ding ist einfach nur langsam und es passiert irgendwie nicht so viel. Boah, boah, jetzt geht hier was. Jetzt geht was. Oha. Komm her, du. Ich stech dich ab mit meinen Säbeln. Du musst sterben. Ich will doch nur wissen, was ich hier machen soll. Total verwirrt gerade. Aha. Dead Guard 25. Der sieht also richtig böse werden kann, wenn ich ihm irgendwas tue. Also ich denke mal, ihr seht es auch gerade. Ich habe hier irgendwie keine Ahnung, was ich hier machen soll. We must see you, Britain. Let's waste any more time until you return me. I want to need your help in stopping them before they burn the town. I will speak with the mobs at the site. Aha, jetzt gibt's mal eine Quest. Okay, ich hätte einfach nur alles durchklicken sollen. Ich hab wieder tierische Modul. Okay. Okay, und das. Ich glaube, ich muss da. Das Skelett ist aber lustig.
Ja, das macht lustige Geräusche. Das lacht sich tot. Ja, schlag doch mal zu, du! Muss denn hier mein kleines Geld alles machen? Level 2! Und ich habe einen Haufen Fragmente bekommen. So. Oh, ich hab was Neues. Was ist denn das? Was kann denn das? Aquatic Fasel Zeug. So, das war noch ein Alter. Okay, die tun mir jetzt wohl eh nichts hier. Hier, ein großer, schwerer Stein. Was kann ich denn mit dem großen, schweren Stein machen? Meinen, okay. Ah, ich kann einfach abbauen, okay. You have unread mail. Ich will eine Mine abarbeiten und ich krieg immer Post. Zen Cluster Sleeve. Rare Item Found. Oh, ich muss mal angucken. Low value. Vielleicht bin ich hier auch völlig falsch. Vielleicht muss ich auch irgendwo anders hin. Oh, ich muss da hinten hin. Okay. Ich muss zu den zwei da drüben. Oh. Was man lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? So, was habt ihr denn hier zu sagen? Was hast du zu sagen? So, neuer Zauberstab. Equip. So. Ja. Several little chromos. So. See one of the new openings on the roof. So, spüre meine magischen Kräfte, du böses Monster. Und noch einmal und wieder tot. Jetzt läuft's. So, mal einen richtigen Gegner noch mal ausprobieren. Gleich hinterher noch mal ein. Haha. Leuchtenden grünen Blitz, er wird dich treffen und sofort aufs Klo rennen lassen. Jo, damit hätten wir erstmal die erste Aufgabe erfüllt, ne? So.
dafür, dass ich dir geholfen habe, Grünling. Well met. Level 3. Und ein Haufen neue Schuhe. Muss ich denn noch hin? See one of the newly opened summer rifts. Wo ist denn hier ein Rift? Oh, das ist aber cool. Ich kann einfach nur draufklicken und der zeigt mir dann, wo ich hin muss. Das finde ich Luxus. Also das ist cool. Auch wenn es total unsinnig ist. Weil hier ist doch niemand. Da ist doch keiner drin. Was soll ich denn da? Boah, Alter, bist du hässlich. Spellrolls. Jetzt muss ich ja doch jetzt in die Höhle rein. Vielleicht ist ja da diese Träne, die ich jetzt hier versiegeln soll. Ihr seid ja hier alle total uncool. Bloodcoil. Viel Damage instantly. Okay. Ein Stonewalker. Ein Digger. Noch ein Digger. Noch mehr Digger. Oh, hier sieht's gut aus. Der ist bestimmt verantwortlich dafür, dass es hier nicht aussieht wie ein Haufen. So, ordentlich Krankheiten auf dich draufpacken, dass du dran verreckst. Hier, Schurke. Kommst du hier mit Mieze, Katzi? Jetzt machen sie einen Tanz aufführen hier auf der Plattform. Ja, da war erstmal ein Tanz hier auf der Plattform. Und ich schau mal auf die Uhr und ja, jetzt haben wir hier fast die 18-Minuten-Marke gepackt. Also muss ich mir mal noch mal genauer anschauen, was hier eigentlich los ist und wie dieses etwas in die Jahre gekommene alte MMO immer noch so beliebt ist bei vielen und noch eine Perle ist. Also ich bin das hier etwas überfordert und abgeschreckt. Aber das hat nichts zu heißen. Wir können ja noch mal in ein paar Wochen noch mal drüber reden oder ein paar Tage und mal gucken. Bin mir erstmal noch mal in Sicherheit hier. Und dann war es das auch mal für heute an der Stelle. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Das war EverQuest 2 zum ersten. Ich bin der Ultag und besucht uns auf nerdarea.de und liked uns auf Facebook. Danke. Und auch bei YouTube. Bitte abonnieren. Wäre ganz toll. Danke. Bis dann. Ciao.